Herzlich willkommen im VHS-Haus hier in Lich. Endlich ist es soweit. Ich stehe hier vor dem Haupteingang der grundsanierten Kreisvolkshochschule. Und wir hätten es gerne mit einem Paukenschlag auch eröffnet. Doch leider ist das unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich. Aber nun geht es weiter. Neben den vielen Online-Angeboten der Kreisvolkshochschule werden jetzt auch schrittweise wieder Präsenzangebote hier in diesem neuen Haus stattfinden. Freuen Sie sich darauf, dieses alte, neue VHS-Haus, das Haus der Bildung, mit und für die Region neu zu entdecken. Was werden Sie entdecken? Sie werden dieses Haus im besten Sinne wahrnehmen als barrierefrei. Sie werden entdecken, dass die neue Ambiente dazu beiträgt, dass Sie sich noch wohler fühlen werden. Und Sie werden entdecken, dass dieses Haus beste Voraussetzungen für gemeinsames Lernen in vielen unterschiedlichen Formaten bieten wird. Mehr noch, dieses Foyer, in das Sie jetzt auch schon reinblicken können, ist so ausgebaut worden, dass es hier zu einem kulturellen Treffpunkt in der Region kommen kann. Viele, viele Menschen werden hier Freude haben, sich zu treffen und sich auszutauschen. Die neue Durchlässigkeit dieses Foyers steht für einen Ort, an dem alle Menschen unserer Region, ob alt, ob jung, völlig barrierefrei ihren persönlichen Zugang zur Bildung finden können. Kommen Sie mit mir auf Entdeckungsreise. Herzlich willkommen auch von mir hier in der neuen großen Eingangshalle der Kreisvolkshochschule in Gießen. Sie wird jetzt der neue Eingangspunkt für dieses Gebäude sein, der zentrale Anlaufpunkt, Raum für Ausstellungen, für Seminare, für Vorträge und für dieses wunderschöne Lerncafé. Das Gebäude der Kreisvolkshochschule, 55 Jahre alt, wurde in den letzten anderthalb Jahren energetisch von uns saniert, umgebaut und zu einem angenehmen, barrierefreien Ort des Lernens und der Begegnung gemacht. Gekostet hat das Ganze 5,65 Millionen Euro und wurde finanziert aus dem Haushalt des Landkreises Gießen und durch das kommunale Investitionsprogramm des Bundes. Der Bau wurde 4 Monate früher beendet als geplant. Die Seminarräume haben nun große Terrassen und ermöglichen es auch im Sommer, Unterricht im Park zu machen. Die neue Lüftungsanlage fördert hygienische, gesunde Luftwechsel in den Räumen. Es braucht auch in Corona-Zeiten keine Angst zu haben, dass die Luft vermischt wird. Jeder Seminarraum wird extra belüftet und mit frischer Außenluft versorgt. Ganz wichtig, das Haus ist jetzt barrierefrei. Wir haben einen Aufzug und Rampen und automatische Türen für Menschen, die gehbehindert sind. Es gibt Hörschleifen in der Eingangshalle und im Konferenzraum, Akustikdecken in allen Räumen für die hörbehinderten Menschen und farblich markierte Orientierungs- und Leitsysteme im ganzen Haus. Draußen wird das Ganze ergänzt mit Parkflächen, 2 neuen E-Ladesäulen und neue Fahrradabstellanlagen werden auch noch kommen. Ganz klar, WLAN gibt es im ganzen Seminartrakt und ich freue mich, Ihnen dieses schöne Gebäude zur Nutzung zu überlassen und hoffe, Sie fühlen sich wohl. Herzlich willkommen. In einem von 12 neuen und modern eingerichteten Kurs- und Seminarräumen hier im VHS-Haus Lich. Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Sanierung des Hauses unsere Türen nun wieder für Sie öffnen können. Und wir möchten Sie ganz herzlich einladen zu unserem Bildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Arbeit, Beruf und Technik. Werfen Sie doch einen Blick auf die Webseite www.vhs-kreis,
www.gießen.de. Dort finden Sie unser fortlaufend aktualisiertes Programm und dort finden Sie auch wichtige Hinweise zu unseren Hygieneregeln. Wir freuen uns, Sie bald wieder hier im VHS herzlich begrüßen zu dürfen, wünschen Ihnen gute Gesundheit und bleiben Sie neugierig.